Entsetzen im Ruhrgebiet. In Mülheim an der Ruhr sollen 5 Kinder und Jugendliche eine 18-Jährige vergewaltigt haben. Die mutmaßlichen Täter sind zwischen 12 und 14 Jahre alt. Hinter diesem Spielplatz in der Steinkuhle sollen sie die junge Frau am Freitagabend in ein Gebüsch gezerrt und zum Sex gezwungen haben. Ihre Tat haben sie angeblich gefilmt. Das Opfer kam ins Krankenhaus. Anwohner waren aufmerksam geworden, weil ihr Hund unruhig wurde, berichtete die Polizei. Die mutmaßlichen Vergewaltiger wurden nach einer Anhörung bei der Polizei ihren Eltern übergeben. Die beiden 12-Jährigen können noch nicht vor Gericht gestellt werden, weil sie strafunmündig sind. Den drei 14-Jährigen droht Jugendhaft.